Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ja, komm mal raus. Der Kunde ist jetzt weit gefahren. Stefan. Hier. Kinders, ja, ich muss auch mal für die anderen YouTuber. Fahrt nach Fiat, kriegt den auch nicht. Stellt das Auto beim Händler ab. Hier, jetzt gehen wir mal nach unserem Booster gucken. Schaut mal hier. Ah, der ist abgegangen. Ja, da muss ich mal genau erklären, sonst kommt wieder so ein Bescheuerten von YouTube. Warum messe ich denn hier? Weil ich zu faul bin, den Teppich jetzt hochzuheben. Ich habe einen Schatten. So, wir können keine Batterie laden. Wir können keine Batterie laden. Und dann gibt es wieder Booster. Dann gibt es wieder Booster. Die ziehen bei 12,1 weiter. Kunde, haben nicht mehr Rang um. Starterbatterie leer. Auto aus. Der Booster darf nicht laden. So, komm, wir gehen mal am Booster gucken. Wo hast du den Booster? Nee, das ist nicht wichtig. Komm mal her. Ja, das ist ja mit dem Sensor, ne? Ja, ja. Ja, da ist er. Wie geht das Ding denn an hier? Meine Güte, an der Seite. Den brauche ich ja jetzt noch nicht. Hier schaltest du den an. So, okay. So. Hier. Halt mal die Lampe drauf. Guck mal. Scheiß Booster, ey. Der läuft ja gar nicht. Guck mal. Zack, er will. Nein. Und warum kommt der Booster nicht? Zack, und jetzt pass auf. Siehst du? So, jetzt setze ich mich mal kurz hier hin. Der Booster kommt nicht, weil ich das unterbunden habe. Wenn wir eine Spannung von 12,2 Volt, Stefan, an der Lichtmaschine haben, kannst du doch nicht ziehen. Wenn du jetzt an der Lichtmaschinenseite, der Booster 60 Ampere, zieht er auf der Starterbatterieseite 70, 75, weil ja 12 Volt. 13,5. Dann fährt der Kunde ja mit 10,8 Volt. Dann muss auch die Steuergeräte aus. So sieht es aus. An alle Experten. Mein Booster macht das nicht, was diese Dinger da auf dem Markt machen. Einfach ziehen, ist egal. Gib her. Und ist ein Auto aus. Da, Fehlermeldung. Schaut hier. Dicke, fette Fehlermeldung. Aber hast du schön eingebaut. Muss ich echt sagen, das ist einer, der den privat gekriegt hat. Also sehr, sehr ordentlich schön eingebaut, der Booster. Muss ich sagen. Wenn das alle so machen, gut, dann hätte ich jetzt keine Booster mehr, weil ich habe das ja gesagt, wir rufen ja an, jeden Tag. Alle kriegen gesagt, tut mir leid, ich bin da auch freundlich, ehrlich, ich schicke den Booster nicht mehr raus. Weil ich da gesehen habe mit dem einen Auto, nee. Aber würden alle den so einbauen, schicke ich mal auch 100 Stück raus. Aber so viel können wir nicht raus, dann haben wir bald keine mehr. Da. Störmeldung. Alarmstufe rot. Muss. Wenn der Booster jetzt laden würde, wäre Schrott. So, mach mal. Wir brauchen das auch nicht zeigen. Der wird nachher laden. Daumen hoch. So, liebe Camper, das haben wir eben gezeigt. Halbe Stunde, ich bin schon fertig. Ampere. So, ich gehe jetzt mal hier rein. So, und jetzt den zeige ich jetzt. Damit keiner glaubt, hier 14 Volt. So, schau mal die Lichtmaschine. Guck mal hier. Der Kunde läuft ja hier rum. Wo ist der Kunde denn? Da ist hier, du bist ja jetzt extra die weite Fahrt gemacht, weil nicht läuft, ne? Genau. Weil die Starterbatterie denn auch leer? Nee, leer war's. Na, aber fast leer, ne? Was ich eben gesehen habe hier, ne? So, jetzt gehen wir mal eben hin, schreiben, mal eben gucken hier. So, ich habe jetzt mal auf 45 Ampere. Die nimmt er auch. So, jetzt gehen wir mal vorne gucken. So, Sebastian, ja. Du kannst dann den OBD wieder wegpacken. Ja, wir ziehen jetzt kräftig. Gib mal ein kleines bisschen Gas. Ah, das ist schon traumwert hier. Besser wie 12,1, ne? Oh, die geht hoch. Warte mal, ich messe jetzt hier, ich guck mal eben,
Ich guck mal, was ich jetzt hier am Booster mess. Warte mal. ,7, auf jeden Fall hast du fetten Ladestrom jetzt. Und oh, guck mal da. Ich wundere mich gerade, warum ich Ladestrom weniger kriege. Schaut mal hier, was hier passiert ist. Die Lichtmaschine hat 80 Grad. Guck mal da, 28 Ampere. Der macht pro Grad von den 75, die er drüber ist, 3 Ampere weniger. Er ist 6 Grad drüber, 6 mal 3, 18 Ampere regelt er ab, damit die Lichtmaschine... Guck mal hier, das ist sehr interessant mal, weil das haben viele noch nicht gesehen. Hier, 82 Grad hat die Lichtmaschine. Guck mal, der Booster. Schaut mal, Kinders, wie schön der Booster läuft. Blaue Lampe kontinuierlich an. Blau heißt Ladestrom vorhanden. Der Booster war auf Störung, weil er alles richtig macht, weil ich das so haben will. Ich sage dem Booster 12,7, ich glaube, oder 12,8 nicht mehr laden. Dann ist ganz einfach was faul. Wenn der Booster bei 12,8, du musst ja aufpassen, bei 12,8 Volt und der fährt jetzt im Stau und der Lüfter kommt rein vorne, der Elektrolüfter, was hast du jetzt? Ja, guck mal. Er ist schon in die Abregelung. Siehst du, 14,22. Und ich habe das ja mal erklärt, dass wir takten, ne? Siehst du? So, wir schalten bei 14,4 schalten wir ganz strikt ab. Guck mal, die Starterbatterie auch. Im Stand, ich habe jetzt das Standgas bei uns über den Booster programmiert. Ja? Der ist gekommen, du bist ich sage nicht sie, ne? Du bist gekommen mit 12,1 Volt. Booster aus. Wenn wir ziehen bei 12,2 Volt ziehen wir vorne 75, aber das Bordnetz bricht total ein. Sollte jetzt der Elektrolüfter kommen, wenn du Pech hast, geht Auto aus. Weil du hast ja nur noch, wenn der Booster zieht, 11,2, was weiß ich. Und jetzt will der Lüfter kommen, geht Auto aus, weil die Steuergeräte nicht mehr versorgt werden. So sieht das aus. Und bitte nicht mehr anrufen, mein Auto ladet nicht mehr. Fiat Händler Schmitz, ich will das nicht mehr haben. So. Liebe Camper, freue mich über den Daumen hoch. Ladestrom ist da, Kunde strahlt über alle vier Backen. Gucken wir mal, was haben wir hier? Oh, guck mal hier, 13,8 war gerade, 13,7. So, ich nehme meine Thermometer, Fieberthermometer wieder mit. So. So, gute Fahrt. Ah, hier, der ist happy. Hier, der Kunde ist happy. So, danke. Hör mal, du weißt Bescheid, ja, was wir abgesprochen haben. Alles klar? Tschüss.